Dann fand ich ein Foto von Chloe und Rachel Amber. Chloe flippte aus und würgte mir einen dafür ein, dass ich mich nie gemeldet habe. Ich hab's verdient. Sie und Rachel waren beste Freunde geworden und ich wollte für Ruhm und Reichtum nach Los Angeles abhauen. Rachel bedeutete Chloe sehr viel, deshalb hat sie die Vermisstenpost aufgehängt. Ich fühle mich noch mieser, dass ich sie all die Jahre allein ließ, in denen sie mich am meisten brauchte. Du bist scheiße, Max. Chloe ist besessen von Rachel und meinte, sie verschwand, nachdem sie einen toten Typen getroffen hatte. Obwohl ein Psycho aus dem Netz. Chloe wollte etwas rauchen und allein sein. Da ging ich runter, um meine Kamera zu reparieren. Hallo. Hübscher Sticker. Ich konnte meine blöde Kamera nicht reparieren. Chloe sah das Schmetterlingsfoto und wusste, dass ich im Bad den Alarm ausgelöst hatte. Ihre Haltung änderte sich völlig, als sie erkannte, dass ich ihr das Leben gerettet hatte. Es hätte auch alles anders ausgehen können. Sie war so glücklich, als seien wir wieder Kinder. Es war toll, sie zu sehen. Sie gab mir sogar die alte Insta-Matic-Kamera ihres Vaters als Symbol unserer Wiedervereinigung. Sie drehte die Musik auf und tanzte auf ihrem Bett. Wie eine Verrückte. Sie brachte sogar mich zum Tanzen. Ein wenig. Dann tauchte Chloes Stiefvater auf. Es war David Madsen. Ich versteckte mich im Schrank und dann kam David rein. Wütend wegen der Musik außerhalb der Schule war er noch furchteinflößender. Er beschuldigte Chloe, seine Waffe gestohlen zu haben. Dann wurde er ernst. David fand Chloes Joint und rastete aus. Sie machte keinen Rückzieher und er ohrfeigte sie. Mistkerl. Ich dachte, sie würde sauer sein, dass ich nicht geholfen hatte, aber es schien keine Rolle zu spielen. Wir beschlossen, auf Erkundungstour zu gehen, wie beste Freunde. Letztlich kamen Chloe und ich zum Leuchtturm und beobachteten den Sonnenuntergang. Chloe war sanftmütig und erzählte mir mehr über David und seine Paranoia. Es ergab alles Sinn. Ich wollte wissen, warum Chloe mit Nathan Prescott im Bad war. Sie erzählte mir, er diele Drogen und sie wollte ihn erpressen. Ein großes Darlehen abzuzahlen. Merkwürdig, wie sich unsere Leben entwickelt haben, seit wir 13 waren. Ich hatte einen weiteren Albtraum oder eine Vision. Ich war wieder im Sturm, am Leuchtturm, aber diesmal folgte ich einer geisteshaften Rehe zum Rand der Klippe. Ich sah, wie der Tornado alles in seinem Weg zerstörte und fühlte wieder den kalten Regen, der Leuchtturm zerfiel. Und ich fühlte mich so hilflos, während ich zusah, wie der Tornado auf die Stadt zusteuerte. Dann holte Chloe mich aus meinem Traum. Zurück und ich erzählte ihr davon, damit der Tag auch merkwürdig enden konnte. Begann es im wahren Sonnenuntergang. Es war kurios, ominös und schön zugleich. Es war noch schöner, dort mit meiner besten Freundin zu stehen. Mit diesem positiven Gedanken habe ich mir erholsamen Schlaf verdient. 8. Oktober. Ich wachte als eine andere Person auf, wenn es noch keine war. Keine weiß. Nach den Enthüllungen zu meiner Kraft gestern und der Rettung von Chloes Leben, neben anderem ihren Scheiß im Blick, weil muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meinen Fotos zu zeigen, würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mir
über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. War so aufgedreht, dass ich die ganze Nachtzeit und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall verbunden sind. Aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kates Marsch zu mobben? Wir alle sollten Erwachsener sein, aber es ist eher wie ein Battle Royale. Nur ohne Dystopie und explodierende Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Das Mysterium vertieft sich und es gibt kein Entkommen. Nachdem ich Victoria und Taylor auf Kate rumhacken hörte, ging ich in mein Zimmer und fand diese gruselige Fotomontage. Nur Nathan ist zugestürzt. Also die Schrift wahrscheinlich. Der Gedanke, dass Nathan hier war, um das zu arrangieren, ist echt übel. Ich muss hier besser auf mich aufpassen. Im Wachungssystem scheint mir jetzt weniger abwegig. Und noch mehr Drama. Ich erhielt eine bedrohliche Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nathan, Victoria, kein Plan. Ich muss echt Augen im Hinterkopf haben. Ich musste noch Kates Buch zurückbringen. Also ging ich ins Zimmer. Ich wusste, es geht hier nicht gut. Aber nicht, dass es so schlimm ist. Alle Lichter aus. Jalousien unten, die totale Emo-Goff-Höhle. Und Kate ist das Gegenteil von Emo und Goff. Sie weinte nur im Dunkeln. Und es war traurig, sie so zu sehen. Noch trauriger war mein Wunsch, ein Foto von ihrem Netz zu machen. Kate gestand, dass mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein Video. Sie sagte mir, dass Nathan Prescott sie von Party Notaufnahme fahren wollte. Und sie glaubte, er hat ihr etwas angetan. Aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist, oder Nathan. Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei und zum Direktor gehen sollte. Ich kam mir super mies vor, aber ich sagte Kate, sie soll mir keinem etwas sagen, bis sie Beweise hat, dass ihre Drogen verabreicht wurden. Ein lieber Tipp. Das Video hilft ihr kein Stück und das könnte mächtig nach hinten losgehen. Sie legt sich mit allen Prescotts an, nicht nur mit einem reichen Jungen auf Drogen. Sie mochte meine Antwort nicht. Sie traut mir die Ermittlung wohl kaum oder nicht zu. Verständlich, oder? Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich tue, außer mir noch mehr Ärger einzuschalten. Kate schmiss mich sogar aus ihrem Zimmer. Hallo, Heldin des Alltags. Ich bin Warren begegnet. Oder eher Warren hat auf mich gewartet. Natürlich wollte er wissen, was auf dem Parkplatz mit Nathan und Chloe los gewesen war. Ich fühlte mich wieder mies. Ich hätte Warren anrufen sollen, um zu sehen, ob es ihm nach unserem überstürzten Abflug gut ging. Ich schulde ihm was.
Ich sagte ihm teilweise, was mit Nathan los war. Je weniger er weiß, desto besser für ihn. Ich würde ihm gern von meiner Macht über die Zeit und den Raum erzählen. Aber ironischerweise ist dies nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Außerdem würde er mich rufen oder als persönliche Zeitmaschine heiraten wollen. Oder Experimente an mir durchführen. Oder mich ins Autokino schleppen. Moment, fürs Autokino habe ich doch zugesagt. Hoffentlich schmeißt Warum sich nicht an mich ran. Als ob du Egomanen. Wir haben viel gemeinsam, aber er ist wie ein super cooler Geek, Bruder. Die Auszeit im Kino kann ich allerdings gebrauchen. Bevor ich den Bus nahm, um Chloe zu treffen, sah ich, wie Nathan und David sich unterhielten. Das machte mich so nervös. Sonst war die Fahrt zum Two Wheels Diner entspannt. Apropos Zeitreisen. Ich war 5 Jahre nicht hier, aber es sieht noch genauso aus. Allerdings sieht man jetzt weniger Fische und mehr geklaute Einkaufswagen als damals. Chloe und ich hatten den besten Hintergrund fürs Piratenspielen. Alte Schiffe und das Meer. Chloe war spät dran, was sonst? Aber ich war froh, Joyce wiederzusehen. Das Diner ist wie ein Museum von den Kunden. Von den Kunden abgesehen. Noch besser, das Essen hat sich nicht verändert. Joyce schien sich zu freuen, mich zu sehen, und machte mir keine Vorwürfe wegen der Funkstimme. Nach Williams Tod wollte sie hier leben, weiterleben, mit einem neuen Ehemann. Chloe will das nicht akzeptieren. Joyce war nicht begeistert, Chloe mit Hasch zu erwischen. Ich hätte die Schuld auf mich nehmen sollen. Es fühlt sich nicht gut an, dass Joyce David dafür verteidigen muss. Seine Stieftochter geschlagen zu haben. William war immer so lieb und sanft zu uns. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Chloe sich entwickelt hätte, wenn er noch hier wäre. So viel Drama und ich bin noch nicht mal mit dem Frühstück fertig. Chloe taucht endlich auf, wesentlich besser gelaunt, als man nach einer Nacht Nahtoderfahrung erwarten würde. Ich sehe sie gerne lächeln. Aber dieses Lächeln bedeutet Ärger, da sie nur noch wollte, dass ich ihr meine Kraft beweise. Da tat ich genau das und kam mir großartig dabei vor. Bis ich mich nach zu vielen Zurückspulen schwach und zittrig fühlte. Ich hatte sogar Nasenbluten, beunruhigt. Chloe will immer mehr sehen. Also verlangte sie, dass wir ins Versteck gingen. Kate rief an, aber ich ging wegen Chloes Todesblick nicht dran. Und um ehrlich zu sein, ist mir Kate zu anhänglich, auch wenn ich mich wie ihr seelischer Bodyguard benehme. Mann, ich bin so ein Null. Ich mache es wieder gut bei Kate. Wenigstens ist Chloe glücklich. Und ich dachte, abgedrehter geht's nicht. Chloe nahm mich mit in ihr Versteck, den Schrottplatz, perfekt für Halloween. Wir verrosten und verrotten die Autos und Gerätegeister, Arcadia Base. Eine Orgie der vorstädtischen Dystopie. Aber anstatt coole Fotos zu schießen, verlangt Chloe, dass ich affige, aber irgendwie auch lustige Pistolentricks mache. Bis der Typ, dem Chloe Geld schuldet, auftauchte. Ein zwielichtiger Kerl namens Frank. Chloe wollte ihm sein Geld geben. Oder sonst. Chloe sollte ihm sein Geld geben. Oder sonst. Es war nicht der erwartete Kredithai, aber hatte eine miese Aura. Ich sehe ihm immer noch nicht, wie meine beste Freundin an so einen Loser wie Frank geraten konnte. Es wurde wirklich verrückt, als Frank sich Chloes Waffe oder eher Davids nahm.
Und jetzt müssen wir uns noch einen Psy um noch um noch einen Psycho sorgen, der hinter Chloe her ist. Oder mir. Chloe drehte total durch, als sie sah, dass Frank eines von Rachels Armbänder trug. Also haben wir noch einen Verdächtigen. So wollte ich meine Zeit in Arcadia Bay nicht mit nicht verbringen. Nach dieser Epoche des Dramas ging Chloe und ich bei den Gleisen im Wald spazieren. Wir brauchten beide eine Auszeit und da taten die Geräusche der Natur echt gut. Ich war immer noch vom Treffen mit Frank schockiert, obwohl Chloe tat, konnte ich sehen, was es ihr auch mitgenommen hätte. Sie erzählte mir alles über Frank. Was die versuchte Erpressung Nathans erklärt, mich schockiert, wie das Mädchen, mit dem ich früher SpongeBob Schwammkopf sah, eine so üble Gestalt kriegt. Trotzdem fühlte ich mich mit ihr sicher und war froh über den ruhigen Moment. Es war wohl nicht die beste Idee, sich auf die Gleise zu legen und über das Leben zu sinnieren. Chloes Bein steckte fest, gerade als ein Zug auftauchte. Selbstverständlich war ich woanders fotografieren. Und dann hatte ich eine weitere Tornado-Vision. Ich konnte ihn sehen, fast fühlen, wie er den Himmel zerriss. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren, wie in Scanners aus den 80ern. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren, wie in Scanners aus den 80ern. Die Vision war so schnell weg, wie sie kam. Vielleicht verdränge ich die Bedeutung des apokalyptischen Bilds. Dann hörte ich Chloe um Hilfe schreien. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ihr Fuß steckte im Gleis fest und natürlich näherte sich ein Zug. Ich war recht stolz, dass mir eine drastische, um nicht zu sagen zerstörerische Methode einfiel, Chloe zu retten. Mal wieder. Aber für den Fall, dass dieses Tagebuch in die falschen Hände gerät, bleibt es unser Geheimnis. Nach unserem morgendlichen Abenteuer setzte Chloe mich am Campus ab. Sie war so lieb und meinte, dies sei die beste Woche ihres Lebens. Trotz allem. Das machte mich mega glücklich. Chloe glaubt wirklich, die Welt gehört uns. Aber was, wenn ich meine Kraft nicht hätte benutzen können, um sie vom Gleis zu holen? Chloe muss ihre Erwartungen herunterschrauben, genau wie ich. Apropos Erwartungen, David Madsen unterhielt sich heute mit mir, ohne ein Arsch zu sein. Ich wollte ihn anschreien, weil er Chloe geschlagen hatte. Und zurückspulen, falls es aus dem Ruder läuft und es ihm nicht leid genug tat. Klar, Chloe provoziert ihn, aber das ist kein Grund, jemanden zu schlagen, besonders kein Familienmitglied. Es tut ihm leid und er bemüht sich. Ich weiß, er hat im Krieg furchtbare Dinge gesehen, aber ich kann ihm und seinen paranoiden Überwachungsfetisch nicht vertrauen, besonders weil er Kate behandelt, als sei sie kriminell. Ich weiß das Friedensangebot zu schätzen, aber er tut, als sei er immer noch im Krieg. Etwas Komisches ist passiert, als sei nicht alles in letzter Zeit komisch. Ich sah Kate vertieft in eine heftige Diskussion mit Jefferson, bis sie in Tränen aufgelöst weglief. Ich hätte furchtbar gern ganz nebenbei gefragt, oh, übrigens, was ist mit Kate los? Als würde er es mir erzählen. Kate vergöttert Jefferson quasi. Also was hat er gesagt, dass sie so aufgewacht war? Erfahren wir hier auch noch was. Gerade als ich mich wegen Chloe und mir gut fühle, komme ich in Jeffersons Klasse und sehe Nathan und Victoria auf meinem Tisch sitzen. Angriff des Doppelarschlochs.
Kate Marsh hat sich umgebracht. Meine Hände zittern noch, aber ich muss das jetzt zu Papier bringen. Zu Beginn von Jeffersons Stunde stieg Kate aufs Dach des Mädchenwohnheims, um zu springen. Alle Schüler und Lehrer sahen ihr zu, als sei es ein Freiluftkonzert im Blackwell. Ich sah sie tatsächlich springen, konnte sie aber durch Zurückspulen wieder aufs Dach bringen. Ich strengte mich mehr an als je zuvor und hielt irgendwie komplett die Zeit an. Ich schaffe es aufs Dach, aber mein Kopf drohte zu zerplatzen. Ich merkte, ich würde nicht mehr zurückspulen können, um Kate zu retten. Ich musste sie also zur Umkehr bewegen. Ich habe versagt. Sie war schon so verletzt wegen dem Video, dem Mobbing, dass sie mir nichts glaubte. Du siehst Filme, in denen Leute jemanden einen Selbstmord ausreden, aber es ist ganz anders. Wenn du diejenige bist, die das Reden übernimmt, weil sie mir nicht glaubte. Oder es vielleicht auch einfach nicht wollte. Ich habe es versucht, aber Kate ist tot. Das ist das Ding. Man sieht in Filmen immer nett reden und schon wird das, aber ja, das echte Leben. Und das ist noch nicht mal das echte Leben. Das ist auch nur ein Spiel. Das echte Leben ist hart. Wie ein Klischee lief alles im Zeitraffer ab, aber leider war es echt Zeit. Kein Zurückspulen möglich. Ich konnte Kates Gesicht beim Sprung sehen und nie werde ich den Ausdruck in ihren Augen vergessen. Sie wollte nicht springen, sah aber keinen Ausweg. Ihre Augen spiegelten totale Verzweiflung wider. Ich sah, wie ihr Körper sich im Fall wand, als würde ihr klar, was geschah, und als würde sie noch ängstlicher. Himmel, ich glaube nicht, dass ich das hier schreibe. Nach ihrem Sprung kam ich mir sehr merkwürdig vor. So allein auf dem Dach. Kate war tot und dann fort. Ich konnte die Menge schreien hören. Auf gar keinen Fall würde ich ihre Leiche am Boden sehen. Ich war wie betäubt. Ich drehte einfach um und stieg die Stufen runter. Mein Schädel brummte und mein Körper war vom Zurückspulen erschöpft. So musste sich ein Zombie fühlen, in der Lichtrot. Als sie nach draußen trat, lag ihre Leiche am Boden. Sie war von Sanitätern umgeben, während die Polizei die Schüler zurückhielt. Kate ist das Opfer all derer, die unten standen. Sie wollten sie in dem Video begaffen. Und jetzt taten sie das Gleiche mit ihrer Leiche. Und was habe ich getan, um sie am Leben zu halten. All meine umwerfenden Superkräfte waren nutzlos. Ich bin keine Heldin. Als reiche es nicht, dass Kate tot ist und ich wie betäubt bin. Dr. Wells musste mich auch noch ausquetschen. Es war surreal. In seinem schäbigen Büro mit Nathan Prescott, David Madsen und Mr. Jefferson über den Grund für Kates Selbstmord zu reden. Ein Teil von mir wollte Nathans selbstgefälliges Gesicht auf den Schreibtisch knallen, da ich wusste, er war verantwortlich. Danach könnte ich einfach zurückspulen und ich wusste, das würde zu einer schlechten, gefährlichen Gewohnheit werden. Zum Glück traf Wells die Entscheidung, Nathan zu suspendieren, nachdem ich von den Ereignissen im Klo berichtet hatte. Er muss noch mehr über ihn wissen, sonst würde das wohl keinem was gut passieren. Ein wenig Gerechtigkeit für Kate. Davon wird es noch mehr geben, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, was es gut sein könnte, wenn ich nicht vorsichtig bin. Ich brauche Urlaub. Ich saß mit Warren und Wauen auf dem Rasen und das Gras unter mir fühlen, um die Wolken beobachten zu können. Er ist so lieb und sagte mir, ich hätte alles nur Mögliche für Kate getan, obwohl ich weiß, dass dem nicht so ist. Ich sagte Wauen, dass etwas Ominöses im Blackwell vorgeht. Rachel, Amber, Chloe und jetzt auch Kate waren alle Opfer, mich eingeschlossen. Wenn ich weiter Detektiv spiele,
Ich hätte ihm gern von meiner Kraft erzählt, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und um den Tag auch möglichst surreal enden zu lassen, wurde es dunkel. Und am Himmel war ein komplett unangekündigtes Sonnenfenster zu sehen. Was ist bloß los in Arcadia Bay? 9. Oktober. Liebes Tagebuch, ich kann die Zeit zurückdrehen und versuche auf dem Dach den Selbstmord einer Freundin sowie die mögliche Zerstörung meiner Heimatstadt zu verhindern. Ich bin am Tisch eingeschlafen und strecke beim Aufwachen die Hand aus, um zurückzuspulen oder nach Kate zu greifen. Ich weiß noch, wie es in meinem Tagebuch darum ging, welcher Anime-Charakter ich sein wollte, oder meine Träume, eine respektierte Fotografin zu sein, oder was Chloe und ich später mal tun würden. Immerhin wissen wir, wie gut das gelaufen ist. Chloe ist entschlossen, die Sache auf den Grund zu gehen. Also spiele ich, was würde Chloe tun? Das heißt, ich ignoriere meine Hausaufgaben, um Kate Marsh, Rachel Amber und die angesehenen Prescott zu recherchieren. Es wäre zu einfach, wenn sie alle miteinander verbunden wären.